Wenn in Mannebach gefeiert wird, dann so richtig. Live-Musik, ein Spielfest für Kinder und viele gut gelaunte Besucher. Das war die Kirmes in Mannebach, organisiert vom Heimat- und Kulturverein. Darf ich bitten? Zur Kirmeseröffnung am Samstagabend steuerten die Söhne Mannebachs die passende Live-Musik bei und luden zum Tanzen ein. Das Kinderspielfest am Sonntagnachmittag war einer der Höhepunkte der Kirmes. Er lockte die kleinen Mannebacher wie auch Kinder aus den Nachbarorten zum Festplatz gegenüber dem Mannebacher Brauhaus. Und auch auf dem angrenzenden Spielplatz war jede Menge los. Riesentrampolin, Hüpfburg und ein Kistenkletterturm standen dort parat. Für besonders sportliche und höhensichere Besucher. Ganz schön mutig, wer sich dort hinauftraute. Hunger litt während der Kirmes niemand. Egal ob beim Auftritt des Lucky Lips Trios am Sonntag oder beim zweiten Konzert der Söhne Mannebachs am Montag.